Hallo meine Lieben, ich habe heute für euch eine kleine Sammlung von so Ideen, wie man seine Zeit einigermaßen sinnvoll verbringen kann, wenn man gerade so einen Tag hat, an dem man irgendwie nichts mit sich anzufangen weiß. Also ich glaube, so geht es früher oder später jedem mal. Und ich habe mich auf Neuland begeben. Und zwar gibt es heute DIYs von mir und auch so ein paar Ausflugsziele. Ist was komplett Neues für mich, also ich bin sehr gespannt auf euer Feedback und wir fangen an. Das hier ist das Ergebnis vom ersten DIY und zwar möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr so Infinity mit Fingerringe oder wie auch immer das heißt, selber machen könnt. Das ist sehr, sehr einfach und es ist vor allem auch günstig. Das Einzige, was ihr dazu braucht, ist ein bisschen Draht eurer Wahl und außerdem eine Schere. Mein Draht habe ich jetzt bei Nanunana gekauft. Das hat 1,95 € für diese zwei Spulen jeweils gekostet. Und ich habe hier so ein Kupfer, Rosé, Gold, was auch immer und außerdem auch Silber. Und dann habe ich mir einfach so ein bisschen was von dem Draht abgeschnitten, zwei ungefähr gleich lange Stücke. Dann müsst ihr mit dem Draht eigentlich nur noch dieser schönen Zeichnung hier folgen. Ihr findet im Internet richtig viele Anweisungen dazu. Also das ist jetzt auch eine aus dem Internet, die habe ich mir nicht selbst ausgesucht. Aber da gibt es so viele verschiedene Methoden und ich fand die irgendwie am besten. Vor allem, weil ich halt immer zwei Drahtstücke gleichzeitig genommen habe und in diese Form so gebogen habe, weil mein Draht relativ dünn war. Bei etwas dickerem Draht würde ich das nicht machen. Also folgt einfach nur der Abbildung und das werdet ihr schon hinbekommen. Glaubt mir, ich habe es hinbekommen. Das bedeutet, ihr bekommt es garantiert hin. Doppelt sogar. Okay, dann müsst ihr nur noch so die überstehenden Drahtstücke abschneiden und fertig ist euer Infinity-Ring. Ihr könnt den natürlich auch noch in Gold, in Silber, in was für welchen Farben auch immer ihr wollt machen und ich wollte euch außerdem noch eine kleine Abwandlung zeigen. Und zwar seht ihr hier, dass der eine Ring ein kleines bisschen anders ist als der, den wir gerade gemacht haben. Und dazu müsst ihr einfach nur den großen an den Enden so ein kleines bisschen zusammenziehen und dann entsteht halt dieses kleinere Muster und fertig. Super einfach, ihr könntet irgendwie Freundschaftsringe oder sowas draus machen. Kommen wir dann zu DIY Nummer 2. Wobei, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich weiß nicht, ob das wirklich unter DIY fällt, aber es ist trotzdem cool und zwar wollte ich euch zeigen, wie man Ombre-Nägel selber macht. Also achtet drauf, das sind wirklich zwei verschiedene Farben auf meinen Nägeln. Ich glaube, das ist eine coole Idee, wenn draußen irgendwie gerade schlechtes Wetter ist und man sich eh langweilt und was anderes mit seinen Nägeln machen möchte als sonst. Also ich habe erst einmal so einen ganz normalen Unterlack genommen, das ist jetzt einer von Essence, und habe damit erst meine Fingernägel lackiert, damit der Farbnagellack halt später nicht auf die Nägel abfärbt. Und dann sucht ihr euch einfach zwei Farben eurer Wahl aus. Ich habe jetzt hier erst einmal von P2 die Farbe Be My Bridesmaid. Und das ist sozusagen mein Grundierungslack, also der kommt jetzt ganz normal, wie immer, einfach auf meine Nägel. Und ich habe nur eine Schicht davon aufgetragen, ich finde das reicht aus, das ist so eine coole Farbe, ist echt so eine meiner Lieblingsfarben. Und dann kommt der Trick an dem Ganzen, und zwar habe ich jetzt hier so ein Make-up-Schwämmchen genommen und die Be My Bridesmaid Farbe kommt jetzt an die Spitze. Und dann kommt die zweite Farbe, das ist Lovey-Dovey von Essie. Und die trage ich jetzt in der zweiten Schicht auch einfach so unter Be My Bridesmaid auf. Und das Ganze vermische ich dann so ein bisschen mit einem Zahnstocher, damit die Farben so ineinander überlaufen. Und dann benutze ich das Schwämmchen als eine Art Stempel. Also das funktioniert wirklich ganz leicht. Man muss nur wirklich darauf achten, dass der erste Lack wirklich richtig gut getrocknet ist. Also lasst das Ganze schön durchtrocknen. Und dann stempelt ihr das Ganze drauf und die überschüssigen Nagellackreste werden entfernt. Und das Ganze sieht dann am Ende so aus. Ihr könnt natürlich mit demselben Prinzip einfach zwei ganz verschiedene Farben nehmen und dann wird der Effekt noch deutlicher sein, aber ich finde das so irgendwie auch richtig schön und sommerlich. DIY-Idee Nummer 3 richtet sich ganz eindeutig an diejenigen von euch, die, so wie ich, im Laufe der Jahre ein paar Nagellacke zu viel angehortet haben. Und zwar dachte ich mir, es ist ja eigentlich ganz cool, das Ganze mal so ein bisschen zu organisieren. Ihr braucht dafür einfach nur Tesafilm, ich glaube, das hat jeder zu Hause, und außerdem eine Schere. Ganz gut wäre außerdem noch irgendein Karton oder irgendeine Unterlage, die ihr halt ruhig entbehren könnt, weil die garantiert dreckig wird. Und kleiner Tipp, ich habe es auf dem Bett gemacht, macht das nicht nach, macht das irgendwo anders. Auf irgendeinem Platz, der halt nicht so schnell dreckig wird. Also das Tesafilm wird jetzt erstmal auf den Karton geklebt und dann habe ich das hier gemacht und zwar mit allen meinen Nagellacken und glaubt mir, das hat gedauert. Also das ist definitiv die längste Beschäftigungstherapie, die ich euch heute in diesem Video zeige.
Also einfach nur eine dicke Schicht von jedem von euren Nagellacken auf den Karton auftragen, auf diese Tesastreifen. Und ich finde es ganz gut, wenn man gleichzeitig die Nagellacke, die man halt auf die Streifen aufgetragen hat, sortiert, damit man später den Überblick behält und noch weiß, in welcher Reihenfolge man das Ganze gemacht hat. Das kann nämlich problematisch werden, wenn man so viele Nagellacke hat, wie ich sie habe. Es sind an die 100 ungefähr. Ich habe nicht nachgezählt, aber ungefähr. Wenn das Ganze gut durchgetrocknet ist, also mindestens eine halbe Stunde lang, dann zieht ihr einfach diese Streifen ab und habt so ein hübsches Muster. Und dann schneidet ihr euch einfach aus den Farben so kleine Rechtecke zurecht. Ihr könntet natürlich auch, wenn ihr sowas zu Hause habt, das Ganze ausstanzen. Wobei ich weiß gerade nicht, ob das mit Tesafilm so gut funktionieren würde. Aber ist nur so eine Idee, dann hättet ihr noch schönere Muster. Und das Ganze wird dann auf den Deckel vom Nagellack draufgeklebt. Und gerade denke ich, wenn ihr eure Nagellacke so wie ich in so kleinen Kartons sammelt, dann kann man später halt wirklich schnell und auch so ein bisschen einfacher finden, welche Farbe man gerade sucht. Es hat lange gedauert, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es hat irgendwie auch Spaß gemacht. Also wieder so eine Sache für regnerische Tage, würde ich sagen. Kommen wir zu den Ausflugsideen. Wir waren im Zoo und zwar mit meinem Freund und mit meinem Bruder zusammen. Eigentlich habe ich all die Sachen, die jetzt kommen, mit meinem Freund und mit meinem Bruder zusammen gemacht. Ist natürlich eher was für gutes Wetter, aber wir waren hier in der Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen und irgendwie war das ein richtig schöner Tag. Also wir haben so viele Tiere gesehen, also teilweise taten die mir irgendwie richtig leid, muss ich sagen. Aber eigentlich war der Zoo echt richtig schön und groß und es hat einfach Spaß gemacht, sich die ganzen Tiere mal anzuschauen. Das war echt ein lustiger Tag. Also mein erstes Ausflugsziel ist, geht mal in den Zoo. Das macht echt Spaß. Ihr glaubt, wir sind immer noch im Zoo? Wir sind hier im Kletterpark. Yay! Für die weiteren Aufnahmen solltet ihr im Hinterkopf behalten, ich habe Höhenangst. Zumindest bei solchen Sachen. Es macht wirklich riesigen Spaß. Da geht es weiter. Ich habe festgestellt, mein Garnier Mineral Deo, von dem ich immer spreche, ist doch nicht so gut, wie ich immer gesagt habe. Eigentlich schon, aber Angstschweiß hält, glaube ich, kein Deo aus. Und mein Touch-ID-Daumenabdruck-Sensor-Ding an meinem Telefon funktioniert nicht mehr, weil meine Hände so schwitzig sind. Ich mache gerade eine Pause, bevor es hier hochgeht. Hier. Ich bin angeblich gesichert. So Kletterparks gibt es wirklich in vielen verschiedenen Städten. Also schaut einfach mal im Internet, ob es sowas in eurer Nähe gibt. Wir waren jetzt hier in Oberhausen und es war wirklich ein schöner Tag. Also ich hatte zwar Schiss, aber es hat sich gelohnt. Es hat Spaß gemacht. Tipp Nummer 3 ist ziemlich simpel, Minigolf spielen. Ist nicht teuer, gibt es, denke ich, so gut wie überall. Und ich denke, es ist wieder eine schöne Idee, wenn das Wetter halt mitspielt. Nummer 4 ist, glaube ich, auf den ersten Blick ein bisschen langweilig, aber ihr könnt es kostenlos haben und es kann auch wirklich Spaß machen, wenn man mit den richtigen Leuten irgendwas macht. Und zwar sucht euch einfach irgendein schönes Ausflugsziel und spaziert dahin. Man kann echt einen coolen Tag so verbringen, vielleicht noch irgendwo ein Picknick machen. Und wir waren jetzt hier auf dem Tetraeder in Bottrop. Also, ja, yay! Als letztes habe ich noch einen Klassiker für euch. Egal wie das Wetter ist, Schwimmen ist immer relativ spaßig. Hier seht ihr meinen Bruder. Zweiter Versuch war besser. Ich weiß, das war absolut nicht meine normale Art, Videos zu drehen. Aber ich wollte irgendwie mal was Neues machen und so meine normalen Videos ein bisschen auflockern. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und es war für den einen oder anderen irgendwas Sinnvolles dabei. Falls nicht und falls ihr irgendwie so im Großraum Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen oder irgendwie sowas wohnt, dann könnt ihr auch noch auf meiner Facebook-Seite vorbeischauen. Und zwar habe ich da so eine Liste erstellt mit Ausflugszielen, die ich empfehlenswert finde. Also der Hintergrund ist, dass mich mein Bruder seit Jahren immer in den Sommerferien besuchen kommt und wir haben einfach schon alles abgeklappert, was es gibt, so ziemlich. Und ich kann da einiges empfehlen. Also falls ihr hier irgendwo in der Nähe wohnt und gerade nichts mit euch anzufangen wisst, dann könnt ihr da nochmal vorbeischauen. Natürlich könnt ihr das auch sonst. Ich würde mich sehr freuen. Wollen wir noch ein bisschen Eigenwerbung machen? Folgt mir auf Twitter, Facebook und Instagram. Okay, ich halt die Klappe. Ist auch besser so. Ich wurde gerade angerufen. Ciao! Piep, 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 wir haben uns alle lieb.
weil ich da im Laufe der Jahre wirklich extrem viel immer mit meinem Bruder abgeklappert hab. Das klingt ein bisschen wie du, Schatz. Ich hab einfach nur so Angst, das ist so lustig, hahaha, oder auch nicht.